dahin, du tust es in eine Kiste und wir haben ein halbes Ärmchen. Nee, ein ganzes Ärmchen. Nee, haben wir nicht. Ja, schön, dass du arbeitest, aber das haut nicht hin. Ich glaube, ich muss die auch umstellen, dass die Kisten direkt dahinter sind. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Also nehm dich wieder weg, nehm dich wieder weg. Tu dich da gleich ran. Du kriegst gleich Stromsparmodule. Das war auch das Gute. So, 4,5, 7,33. Und ihr kriegt jetzt alle jeweils rote Kisten. Es geht ein bisschen in den Stahl, aber ist dann halt so. Und ihr legt nicht mehr raus. Ne, nicht auf der Seite. Alles weg, 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 weg. Die bleiben erstmal da, solange bis sie leer sind. Ihr kriegt jetzt überall mittig Ärmchen. Und rote Kisten. Damit die Roboter noch mehr hin und her fliegen dürfen. Ist das nicht schön? Natürlich könnten wir da auch ein Fließband hinmachen und das Fließband in so eine Kiste führen und dann von einer zentralen Kiste alles abholen lassen. Aber nö. So, das. Wow. Die sind schnell leer gegangen. Alle mit. Roboter freilassen. So. Das heißt, ich kann jetzt mehr Schmelzöfen machen, weil sich das Kupfer erst jetzt staut, weil wir jetzt zwei haben. Also ein Dreier, ein Zweier. Du nimmst also bitte... Brauchst du gar keine intelligenten Ärmchen mehr. Ding, 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 ding. So. Also ja, ich hätte sie auch da stehen lassen können, aber ich brauche doch recht häufig grüne Ärmchen. Und wenn nicht, dann benutze ich die auch lieber, um daraus Tränke herzustellen, als, ne? Dass sie irgendwo rumstehen, wo sie gar nicht wirklich gebraucht werden. So, so. Und dann kriegt ihr alle noch. Die haben alle schon. Ja. Ich hoffe mal, jetzt hält sich das besser mit dem Kupfer. Und Eisen ist auch auf 750 runter. Was ist denn da passiert? Okay. Wenn wir was können, dann leicht expandieren. Mit dem Muster hier. Warum habt ihr jetzt intelligente Ärmchen bekommen? ja, Vergangenheitsgeruch und macht manchmal echt komische Sachen. So, so. Rein, rein. Rein, rein. Was? Ja. Ja, das ist komisch. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, dass ich das so mache, dass ich auf der einen Seite das Erz habe und auf der anderen Seite nur die Platten. Aber dann habe ich meine Meinung geändert und habe die Kisten genommen. Daran wird es wohl liegen. So, 670. 680. 660? Was? Komm schon, du sollst steigen. Ganz viele Schmelzöfen gebaut für dich. Ja, 650. Okay, ich brauche bessere Schmelzöfen. Aber erstmal die Laser-Turrets. So, was sagt die Roboter-Auslastung? Ist nicht voll ausgelastet, das ist schön. Was haben wir noch zu überprüfen? Ich habe noch die... Die jetzt mal freilassen. Genau, die Steam-Engines hier unten. Und zack. So. Was macht Stahl eigentlich? 1300 Stahl. Das ist schön. Schön, 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 schön. Grüne Chips sehen gut aus, rote Chips sind noch nicht gut. Hat dich eine gelbe vorbereitet? Ja, habe ich. Baue bitte eine gelbe hier draus. So. Und jetzt wird es mangeln an Draht. Das sehe ich jetzt schon. Wir haben nämlich keinen Draht im System. Okay, dann die nächste Gelbfabrik.
Shift rechts, Shift links. Eine blaue, zwei rote. Reinlegen, rauslegen, rauslegen. Shift rechts, Shift links. Fertig. So. Jetzt fertig. Kriegst du davon wie ein paar Kupferplatten, die du schon mal anfangen kannst. So, Draht sollte hinterherkommen. Grüne Chips eventuell jetzt nicht mehr. Das heißt, ich sollte schon mal die nächsten Fabriken vorbereiten, um aus dem Blauen hier Gelbe zu machen. Zwei Stück. Sonst, was haben wir sonst noch so Schönes? Ganz viele lila Tränke. Schrotflintenmunition, die wir gar nicht mehr brauchen. Naja. Ja doch, ich werde wahrscheinlich zwischendurch auch noch normal schießen müssen. Bevor ich die Lasersachen habe. Was gab es noch zu überprüfen? Ich wollte noch Roboports bauen, um die Mauer zu verstärken. Ich wollte... Oh. Das könnte erklären, warum kein Eisen mehr im System ist. Erstmal so fürs Erste. Dann brauche ich davon welche. Das ging echt ganz schön flott. So. Auch wenn das ja nicht mehr wirklich unser Fokus war, sondern da oben. Hier dauert es aber eine Weile, bis ihr leer seid, oder? Ja, ja. Was steht da? Expected Resources 28.000. 20.000, auch wenn sie sich ein bisschen überlappen. Aber allein zwischen den beiden sind schon 40.000. Und dann ist hier ja noch ein, ne, riesiges Feld. Das ist alles gut. Ja, hier lungern die gerade alle rum. Welchen hatte ich aufgestuft? Den da unten. Der jetzt nicht mehr genutzt wird. Ja, Blei. 135 Bleiplatten bräuchte ich. Wo wird Blei eingelagert, wenn es fertig ist? So, alles hier unten bei diesem komischen Schmelzding, ne? Genau, hier. Ja, ich könnte jetzt noch einen davon bauen. Ich hätte alles dafür da. Ha. Guck mal ganz kurz. Ja, hier lungern echt viele rum, weil gerade weil jetzt hier die ganzen Schmelzöfen sind. Also ja, ich denke, den gönne ich mir. Denn da setze ich den dadurch einen besseren. Und benutze dann den alten, um mich hier in Richtung Mauer weiterzuarbeiten. Ja, alles gut. Was noch, was noch, was noch? Die Fabriken. Klick, klick. Klick, klick. Es mangelt an der Reinleggeschwindigkeit. Wir können an der Rauslegeschwindigkeit nicht. Oh, hier ist jetzt gar nichts. Einer von euch müsste jetzt gut versorgt sein. Ja, du. So, zeig mir, was du kannst. Er legt kein Eisen rein. Ja, erstmal ist das das falsche Ärmchen. So. Hinterher. Das heißt, ich würde jetzt eine blaue Kiste machen für Eisenplatten, eine blaue Kiste für Draht. Das wäre der nächste Plan. Gucken, wie das so funktioniert. Ja, jetzt mangelt es beim Rauslegärmchen. Was aber auch bedeutet, dass wir wesentlich mehr Eisen verbrauchen, dass wir wesentlich mehr Kupferdraht verbrauchen. Aber ja, nur so ein bisschen optimieren. Ja, viel besser. Okay, das heißt, das machen wir bei allen so. So, so, so. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links.
Jetzt sollten die unteren jeweils immer Draht haben wollen. Und hier drüber die Platten. Und ich nehme das alte Draht mal raus, damit es hier eine Übersicht übersichtlicher ist. Ja, guti. Dann kriegen alle noch schnellere Rauslegärmchen. Alles ist theoretisch gut, außer dass wir nicht genug Draht haben werden. Das heißt, ich mache denn hier drüben auch nochmal Drahtfabriken. Erstmal nur langsame, spätere, schnellere. Die... Ich brauche noch mehr Kisten. Wie war das mit den Fabriken, die Kisten bauen und Fabriken, die Fabriken bauen? Nee, erstmal muss ich meine Ressourcenkrise in Anführungszeichen weiter ausbauen. Wobei es keine Krise ist, sondern einfach nur, ich will mehr haben, will schneller expandieren und alles. Und das ist dann schwer, mit allem hinterherzukommen. Zwei Warum liegt denn ein Roboter auf dem Fußboden? Zwei rote so. Kiste. Kiste. Schiff rechts, Schiff links. Nimmt er gar nicht von da hinten, ne? Ach nee, nimmt er nicht, weil es eine gelbe Fabrik ist. Okay, dann mach bitte so, Schiff rechts, Schiff links. Du. Rein. Raus. Go. Nein. Ich hab's heute mit den ganzen Abkürzungen und so weiter. Komm hier, go. Kupferplatten sind wir bei 5000. Eisenplatten hat sich erholt, ist auf 1,4. Ja, doch, ist okay soweit. Der Rest ist auf dem Weg. Laser-Turrets braucht irgendwie länger als erwartet. Warum arbeitet ihr nicht? Ihr habt keine roten Tränke. Hatten wir hier nicht? Ja, wir hatten da 400. Okay. Energy Consumption. Besser. Raus, rein. Ja, wir bräuchten also eigentlich noch mehr rote Tränke. Erstmal beschränke ich die nicht mehr auf einen Stack, sondern auf zwei. Weil, wie wir gerade gesehen haben, kann das ja doch recht schnell mal, ne, mehr werden. Und dann... ich denke, ich werde mich jetzt einfach gedulden müssen. Weil wie häufig kommt das vor, dass wir sowas Hochstufiges erforschen? Das sind 3000 Tränke. 1500. Gucken wir noch die anderen High-End-Sachen so ein bisschen an. Nö. Nö. Selbst der Mind Drill 5 kostet jeweils 1000. Ja, nee, das ist okay. Also, gedulden. Irgendwann schaffen sie schon, das hinzubekommen. In der Zwischenzeit könnte ich theoretisch aushelfen. Ich will mal ganz viele Steinzahnräder. Zack. Abbrechen. Die gehen relativ flott im Spielerinventar. Aber es ist halt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie gesagt, 3000. Das sind 30 jetzt gerade mal 1% von. Ja, lasse ich das also erstmal. Wir wollten hier oben einen Roboporter setzen. Und zwar den da. Entschuldigung. Fliegen links, fliegen rechts. Na, hier könnt ihr euch aufladen. Und dann wollte ich runter zu unseren Mauern. Damit die Roboter da im Notfall das alles ersetzen können. Blaue Chips. Wow. Okay. Wann habe ich das aufgehoben, die Beschränkung? Ich war mir ziemlich sicher, dass wir hier eine 100er Beschränkung mal hatten. Das erklärt natürlich auch, warum die ganzen roten und grünen Chips so weggefressen werden. Ja, das sollte sich jetzt alles ein bisschen erholen. Weil
200 als Puffer, ne? Sollte eigentlich erstmal reichen. So, geh weiter, geh weiter. Ja. Hier irgendwo rein. Also da ist ein Ruheport, dann 1, 2 frei. Hier rein. Crunch, 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 crunch. Und hier auf der Höhe irgendwo müsste das sein. So, also ein hier hin. Ein dahin. Hier. Moment mal. Hier einen hin zum Überprüfen. Ja, geht auf. Und dann hier drunter. Ein Ruheport. Und dann gucken wir einfach das Nikolaushaus-Ding da an, ob das alles soweit okay ist. Und dann passt das. Da. Ja, schaut gut aus. Zack. So, also. Die ganzen Türme von da oben. Bis. Bis hier unten könnten wir neue Türme setzen. Das heißt, es fehlt nur noch ein Robo.